Mein Name ist Birgit Strobel. Ich leite im Ameos Privatklinikum Bad Aussee die Naturgruppe und die Achtsamkeitsgruppe. Unsere Naturgruppe besteht aus 4 Modulen, wobei ein Modul das Labyrinth ist. Labyrintharbeit geht es viel um Symbolik. Es geht darum, einen Weg ins Zentrum zu gehen, den Weg auch wieder herauszugehen. Es symbolisiert einfach diesen Prozess, den der Patient durchläuft, wann er in die Klinik kommt, beziehungsweise den jeder Mensch in seinem Leben durchläuft. Es geht einfach darum, sich beim Hineingehen mit den Dingen auseinanderzusetzen, die einen beschäftigen. Vielleicht auch die Schattenseiten. Wenn man dann im Zentrum ist, kann man sich einmal kurz ausrasten, kann sich auch gedanklich von den Dingen loslösen, die was man einfach dort lassen will. Und man braucht da Motivation, wieder zurückzugehen ins Leben, um die Dinge umzusetzen. Und das ist einfach dieser Weg raus. Ja, und das ist einfach wirklich so dieser Prozess, den jeder Patient in der Klinik durchläuft. Und den unterstützen wir in der Labyrintharbeit und machen den greifbar für den Patienten, spürbar, erlebbar. Im zweiten Modul der Naturgruppe geht es vorrangig darum, wirklich mit dieser Natur in Kontakt zu kommen. Nicht die Natur irgendwo als Kulisse zu nutzen, sondern wirklich in Kontakt zu kommen, indem man die Natur erspürt, indem man alle Sinne einsetzen. Wir gehen einen kleinen Bach rauf und es geht auch wirklich darum, diesen Bach rauschen zu hören, wahrzunehmen, was hat mir dieser Bach zu sagen. Einmal zu sehen, wo sind die kleinen Tümpel oder diese Ruhephasen im Bach. Wo habe ich in meinem Leben Ruhephasen? Einfach auch diese Vergleiche, wo die Natur Spiegel sein kann zu dem, was in meinem Leben ist. Und sich wirklich berühren lassen. Meistens wird so dieses innere Kind berührt, wo die Patienten nachher sagen, das habe ich das letzte Mal gemacht, wie ich 5, 6 Jahre alt war. Und das ist einfach, da kommt man mit Leben in Berührung. Auch mit dem in Berührung, was in uns ist, was unsere Biografie ist, was uns, ja, wie wir geworden sind. Und all diese Spuren kann man in der Natur nachvollziehen und nachfinden. Und schlussendlich ist dieses Rauskommen bei der großen Linde, das ist ein Naturdenkmal, wo es einfach wirklich dann in die Weite geht. Wo man so sinnbildlich sagen kann, man durchschreitet einfach auch dieses Tal, das eng ist, das schmal ist. Aber es geht dann wieder weiter. Es ist dann einfach auch wieder dieser Ausblick auf den Horizont, auf diese Linde, dieses heutgebende, ja, der heutgebende große, starke Baum. Ja. Der was einfach auch wieder Kraft geben kann fürs Weitergehen.